Ich habe, seit ich in der Parfümindustrie unterwegs bin, immer wieder in Kommentaren, in Foren oder auch auf Social Media gehört, dass Parfums als Investitionsgut bezeichnet werden. Ich möchte mal heute auf die Frage eingehen, was eigentlich ein Investitionsgut ist, ob Parfums dazugehören und natürlich auch meine Meinung dazu. Damit aber erstmal hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Jan und mittlerweile werden ja viele Dinge, die eigentlich mal als reines Konsumgut gedacht waren, mittlerweile wirklich als Investition gesehen. Das Ganze ist so ein bisschen so mit 2020, sage ich mal, gebrochen. So 2018 ging das langsam los, 2020 dann wirklich im Hype zu Corona, dass viele Leute irgendwie viel Geld über hatten, weil sie eben nicht ausgegangen sind, nicht viel Geld ausgeben konnten und dann so ein bisschen sehr verzweifelt, muss man auch schon sagen, Investitionsgüter gesucht haben. Und da stellt sich natürlich schon direkt die erste Frage, was ist eine Investition? Und so wissenschaftlich, wie ich unterwegs bin, bin ich natürlich direkt auf Wikipedia gegangen und habe mir den ersten Satz da rausgepickt und möchte dir das einfach mal vorlesen, was man unter einer Investition versteht. Unter einer Investition versteht man allgemein den Einsatz von Kapital, auch Geld, für einen bestimmten Verwendungszweck durch einen Investor. Der Investor wäre natürlich ihr oder ich. Das Investitionsgut oder der Verwendungszweck wäre in dem Fall Parfum und natürlich der Einsatz des Kapital, das ist euer Geld. Und man könnte dementsprechend auch sagen, dass natürlich alles, was hier rumliegt, auch so eine Packung Nivea oder auch irgendwie, ich weiß nicht, hier so ein Plektrum oder irgendwie irgend so ein Handbuch hier alles Investitionsgüter wären. Und de facto kann es natürlich so sein, so ist es nicht. Und ich möchte jetzt im Video einfach mal drauf eingehen, was eigentlich Investitionsgüter, ich sag mal, historisch waren, was aktuell Investitionsgüter sind und wo der Parfum sich einordnet. Vorab möchte ich aber nochmal davor sagen, dass ich kein Investitionsberater bin, kein Zertifikat habe, in diesem Bereich keine Schulung habe und dementsprechend dir auch keine Investitionsratschläge geben kann. Deswegen nimm das Video für das, was es ist und folge nicht allem, was ich sage, sondern frag eventuell nochmal deinen persönlichen Berater. Die üblichen Investitionsgüter, die wir so kennen, sind eigentlich Aktien, Immobilien und natürlich Unternehmensanteile. Abgesehen von Aktien, die so Privatkonsumenten, das heißt du und ich, im Zweifel haben können, natürlich darüber hinaus, aber auch Unternehmen, das heißt Patente und die Unternehmen natürlich selber, Maschinen, Produktionsstrecken, alles, was so dazu gehört. Also natürlich, wenn jetzt Daimler irgendwie eine Produktionsstrecke für 20 Millionen oder 50 Millionen baut und am Ende damit, ich sag mal, 200 Millionen wieder verdient, ist unterm Strich das eine Investition gewesen, die auch einen Return erwirtschaftet hat. Ich möchte jetzt aber gar nicht so weit in das Wirtschaftliche reingehen. Das waren so die üblichen Investitionsgüter und wie gerade eben schon angemerkt, gibt es ein paar neue. Dazu gehören zum Beispiel sowas wie Uhren, Gitarren, Kunst, Autos, Schuhe, Kleidung, Lego, Whisky, Alkoholika. Ja, die Liste ist unfassbar lang und wahrscheinlich werden jetzt noch drei Leute in die Kommentare schreiben, welche Hobbys bei ihnen extrem hohe Preissteigerungen, sage ich mal, erwirtschaftet haben. Und man kann da eigentlich sagen, das sind alles Luxusprodukte. Und der ganz große Unterschied zwischen diesen, ich sag mal, neuen und alten Kategorien ist eigentlich, das eine ist wertschaffend, also eine Aktie oder ein Unternehmen oder eine Immobilie schafft im Zweifel einen Wert, während das andere Wert erhält. Also eine Uhr erhält Geld, eine Gitarre von 1900 irgendwas erhält Geld oder auch Lego erhält, beziehungsweise im Zweifel steigert auch das Geld. Das heißt, diese erwirtschaften nichts, ne? Ich habe ja gerade eben Daimler gesagt, da werden Autos produziert, da wird was erwirtschaftet. Bei einer Gitarre oder bei einer Uhr oder bei, weiß ich nicht, einem Nike-Sneaker, der rumliegt, da passiert nichts. Und ich wollte jetzt mal ganz kurz diesen Ausflug, sage ich mal, in die BWL ganz kurz halten, um die Parfums da einzusortieren. Denn natürlich, die Parfums sind Luxusgüter, das verbraucht sich sogar eher, als dass es Wert erschafft. Das heißt, es ist eher werterhaltend oder minimierend, als dass es tatsächlich irgendwas produziert und gehört da natürlich in die Luxuskategorie. Bevor wir uns aber mit der Frage beschäftigen, ob Parfums wirklich ein Investment sind, muss man sich auch anschaffen, wie der Parfummarkt eigentlich aussieht. Natürlich, da wo viel Geld verdient wird, das ist dann wieder, da sind wir beim ersten Punkt, das Erschaffen. Das heißt, Hause Louis Vuitton verdient mit diesen Parfums sehr viel Geld und die Aktionäre bekommen dann dementsprechend natürlich auch sehr viel Geld raus. Das ist aber erstmal die eine Seite. Du bist jetzt auf der Konsumentenseite und möchtest mit diesen Parfums Geld verdienen. Wie sieht der Markt eigentlich aus? Parfums sind in der Regel unlimitiert verfügbar. Natürlich sind irgendwann aufgebraucht und die Lager, ich sag mal, Bestände sind irgendwie limitiert und auf irgendwann leer. Aber das Hause Louis Vuitton oder Hermès oder Creed oder wie auch immer, es gibt da keine wirkliche Limitierung an Produkten. Produktionsmengen. Natürlich, es gibt gewisse Ressourcenbestände auf der gesamten Welt, das ist ja gar kein Thema, aber in dem Moment, in dem so viel produziert wird, muss man ja gar nicht mehr von Investitionen sprechen, aber es ist eigentlich unlimitiert möglich, Parfums herzustellen. Darüber hinaus ist es auch so, dass Duftöle kippen, das heißt, für all diejenigen, die vielleicht nicht aus der Parfumbranche kommen, Duftöle gehen irgendwann kaputt, das heißt, Düfte verfallen und riechen irgendwann auch schlecht. Und daraus ergibt sich jetzt die Kernfrage des gesamten Videos, ist Parfum eigentlich ein gutes Investment? Und
dazu mal ein paar Facts, die ich ja auch gerade schon so ein bisschen vorbeschrieben habe, da es keine Limitierung gibt, wie bei vielen Uhren, Sneakern oder was weiß ich was an Investitionsgütern, limitierten Whisky-Sorten, wie auch immer, gibt es diese unlimitiert, solange die sich verkaufen. Darüber hinaus ist es eben so, dass Düfte in der Regel eingestellt werden, wenn die Verkaufszahlen zu niedrig sind. Das heißt, wenn der Markt bereits schon zu gering ist und die meisten Langzeiteffekte, die bei Produkten eintreten, wie zum Beispiel eben alte Uhren oder irgendwie Lego aus den 50er Jahren oder eben der erste Schuh von Nike irgendwie aus den 80ern, wie auch immer, der tritt nicht ein, weil Parfums, wenn man sich das jetzt in 50, 60 Jahren anschaut, wie es jetzt bei Gitarren eben referenziert zum Beispiel so ist, dann ist das Parfum schlecht, dann kann man damit nichts mehr anfangen. Und genau deswegen ist in meinen Augen eigentlich kein wirkliches Parfum auf dem Markt eine Investition wirklich wert. Es gibt nur ganz, ganz wenige Ausnahmen, das sind nämlich die Zufallsinvestitionen. Zum Beispiel der Creed Aventus kam 2010 raus, war am Anfang, also mäßig beliebt, beschreibt es vielleicht ganz gut, also war für die Nische schon ziemlich beliebt, aber es war jetzt kein Topseller in den ersten Jahren. Man sieht ja heute, dass diese Creed Aventus aus 2010 bis 2013 extrem viel Geld wert sind, also 400, 500, 600 Euro und damals so zwischen 100 und 200 Euro gekostet haben. Man darf ja nicht vergessen, dass im Jahr 2010 niemand einen Duft gekauft hat, auch gerade den Creed Aventus nicht, mit einer Investitionsabsicht. Das waren eben eher Düfte, die gekauft wurden, weil man sie tragen wollte. Das waren Nischenenthusiasten. Wer kannte das Haus Creed schon 2010 von uns allen? Wer war überhaupt im Parfumbereich von uns aktiv 2010? Ne? Das wäre quasi, als würde ich heute so ein Mr. Thompson kaufen oder irgendwie, weiß ich nicht, so ein Matsukita von Clive Christian und würde darauf hoffen, dass es dann in 10 Jahren mal irgendwie der Hype-Duft ist und dass sie das bis dahin so reformuliert haben und der Hype so groß ist. Und da kann man natürlich viel spekulieren, das steht jedem frei, aber ich glaube, am Ende wird man damit keine Gewinne, sage ich mal, einfahren als Investitionsgut. Es gibt nur eine ganz kleine Ausnahme, was tatsächlich funktioniert. Das ist nämlich bei eingestellten Düften. Also es gibt ja ab und an Pressemeldungen, dass Düfte eingestellt werden und es Abverkäufe gibt. Meist sind die Abverkäufe sogar unter den normalen Verkaufspreisen. Das heißt, die werden rabattiert, weil die Händler die ja auch raushaben wollen. Das heißt, du kannst dann einen Duft relativ günstig in einer mittleren bis großen Menge einkaufen und kannst sie dann nach mehreren Monaten oder Jahren auf dem Gebrauchtmarkt wieder verkaufen. Und das nennt sich Scalping. Das heißt, die Bestände so leer kaufen, dass Leute, die einen Bedarf danach haben, sage ich mal, die Düfte bei dir kaufen müssen. Das ist natürlich auf mehreren Hypothesen aufgebaut. Nämlich das erste, dass der Duft, der eingestellt wird, wirklich eine hohe Nachfrage hat, was ja in der Regel nicht so ist. Und das zweite, dass der Preis auch steigt. Und es gibt da wirklich in beide Richtungen Beispiele, dass eingestellte Düfte fast noch weniger wert sind und auf der anderen Seite, die viel mehr wert sind. Das heißt, da kann man, ich sag mal, eine Gemischtrechnung machen, aber es ist auch tatsächlich nur was für Leute, die ganz tief in dem Bereich mit drin sind, die den Markt wirklich gut einschätzen können und da dann auch vielleicht mal Zeit haben, 2, 3, 4 Jahre ein paar hunderttausend Euro rumliegen zu haben, ohne die Garantie, diese Düfte jemals wieder loszuwerden. Mein Fazit ist also, dass du Parfums genau wie die meisten typischen Luxusgüter einfach nehmen solltest, genießen solltest und damit Spaß haben solltest, da nicht zu kritisch rangehen sollst und die Dinge nicht wegen Investitionsinteressen kaufen sollst. Ja, und wenn dann an die Gitarre irgendwie ein Macken rankommt oder an die Uhr, wenn da irgendwie hier so ein Schriemen oder sowas irgendwie, dann ist es halt einfach so. Kauf die Sachen, weil du sie haben möchtest und nicht, weil du damit irgendwie den schnellen Taler verdienen möchtest. Denn, und das lass dir gesagt sein, auf dem Konsumentenmarkt, das heißt mit diesen ganzen Luxusprodukten, sind die Margen extrem gering. Da, wo wirklich Geld verdient wird, ist in der Industrie und das ist auch gut so, die erschaffen eben den Wert. Und falls du wirklich schnell reich werden möchtest mit Investitionsgütern, dann gründe ein Unternehmen, mach da irgendwas. Und dann wirst du sehr schnell sehr viel Geld verdienen, wenn du eine gute Idee hast. Denn auf diesem Konsumentenmarkt drückt man sich meist mit irgendwie ein paar hundert Euro Gewinn rum. Ich will das jetzt nicht kleinreden, ne? Aber ich meine, das sind ja kleine Gewinne, dass man mal irgendwie im Monat 1000 Euro verdient hat oder so. In der Industrie verdient man natürlich viel, viel mehr, wenn man ein Unternehmen hat. Deswegen der Hinweis, gründe lieber ein Unternehmen, wenn du wirklich viel Geld verdienen möchtest, als auf dem Konsumentenmarkt in irgendwelche Konsum- und Luxusgüter zu investieren. Denn in der Regel, wir sehen das gerade auf dem Uhrenmarkt, ist das in der Regel eine sehr schlechte Idee. Denn es basiert eben alles auf fiktionalen Werten, die Leute untereinander sich ausmachen, aber nicht eben auf dem wirklich wertschaffenden Wert, den man eben mit dem Unternehmen zum Beispiel hat. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob du Parfum schon als Investitionsgut mal angesehen hast und was so deine Meinung dazu ist. Danke dir fürs Zuschauen. Like gerne das Video, falls es dir gefallen hat und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.